Herzlich willkommen, liebe YouTubes, bei Desperados 3. Da ist er. Ja? Anderen Des. Diesmal Press. Desperados 3. Pumpernest. So. Kennt das noch mehr? Ja. Ja, sehr gut. Ich war dreimal in anderen Des. Dreimal in anderen Des. Dreimal. Nein, öfter. Ich war einmal bei Reis, ein kleines Korn ernährt die Welt. Und. Ja, und einmal war ich, ist ums Wetter gegangen. Zum Schauen oder was? Nein, als aktives Kind. Für ein arges Kind. Ja, ich war damals schon einfach voll. Naja. Einfach. Weißt du, so in the public. Das weißt du? Aufgenommen? Ja, VHS sicher. Ja, wir müssen es unbedingt retten. Ja, oder so, hoppala, nein, wir werden es das anschauen. Soll das spielen. Okay, ja, das wäre praktisch. Und was war das dritte? Ich weiß nicht mehr, oh ja, da war so ein komischer Clown. Nein. Oh ja, und die Schminke hat voll gestunken von dem. Enrico? Nein, das war eben nicht Enrico. Enrico, da haben die Kinder immer raus müssen, weil der hat irgendwie keine Kinder gemacht. Der hat seine Szenen immer ohne Kinder aufgenommen. Das heißt, sie haben vor der Show und nach der Show rein dürfen, da war aber ja nicht da und dann. Nein, das haben sie irgendwann anders aufgenommen. Aber der Haverkuck, irgendeiner war dann. Und du warst so nah, dass du das im Schnitt gekrochen hast? Ja, das war ja damals noch so, kurz nach dem Krieg war das so, dass da waren zwei Kinder und die waren halt dann da immer dabei und nicht so viele Kinder wie dann später. Ach so. Nicht das neue moderne Zeug, wo dann schon so viele Kinder sind. Und da, meine Klasse hat mal bei Level 5 mitgemacht. Das kenne ich nicht mehr. Das war dann viel später. Wahrscheinlich. Also, ich war wahrscheinlich Thomas Brezen im Jugendradio. Ich war mal beim Thomas Brezen im Jugendradio. Cool! Ja, haben wir sogar gewonnen. Wir waren einem richtigen Celebrity zusammen. Voll. In der Volksschule war das. Und da haben wir uns dann noch einen Teamnamen überlegen müssen und wir haben noch keine gewusst, bis wir schon auf dem Weg da zum. Wo waren das eigentlich? Radiostation. Auf dem 14a haben wir gewartet in Wien, das weiß ich noch. Und dort haben wir gesagt, weil das waren. Ein Schulkollege von mir damals, der Andreas und ich, der Matthias. Und wir haben uns dann genannt Doppel-Ass, weil wir hinten beide Ass heißen. Cool. Voll gut, oder? Ja. Das ist uns damals schon eingefallen. Voll. Ja. Na gut. Hätten wir das auch. Und eins wollte ich noch erzählen. Ja genau, und eine Freundin von mir, die war auch bei Andam Tess, aber da waren ja schon mehr Kinder. Und da ist sie irgendwie gegangen um Korn dreschen und so, mit diesem Dreschflegel. Mhm. Und da haben sie dann eben so Korn gehabt im Studio und seine Dreschflegel und die Jana wollte halt und da war irgendein anderes Kind, der den gehabt hat und die Jana hat ihn so weggenommen und wollte schon mit dem Dreschflegel auf den hin, aber dann ist die Kamera schnell weg. Ja, so das war das damals. Okay, so was wollen wir. Genau, und in dieser Gangart oder Tonart geht es gleich weiter, weil der Wilde Westen, der war ja auch nicht ohne, was ich so gehört habe. Der ist auch ganz schön zugegangen. Aber was für eine Überleitung. Großartig. Die glorreichen 5. 5 von 5. Achso, das ist jetzt. Ja, ist auch egal. Handlanger der DeWitt Company wollen O'Hara's Ranch bei Anbruch der Dunkelheit angreifen. Cooper hat Kate versprochen, ihr bei der Verteidigung zu helfen. Okay, das ist übrigens die O'Hara Ranch. Aber der Cooper hat dazwischen noch was anderes gemacht, oder? Na, der. Wer ist denn jetzt der Cooper? Nein, der Cooper hilft ja eh. Der Hector hat was anderes vor. Nein. Nee? Cooper sich von den beiden verabschiedet. Ah, um wen zu engagieren? Genau. Naja, was ist eigentlich mit dem Doc? Das wissen wir auch nicht. Okay, wir gehen es so spannend, wir gehen mal fortsetzen. Kann kaum an mich halten. Oh. O'Hara Ranch. Die Übersetzung ist O'Hara Ranch. Ja, scheiße. Hey! Hör auf deinen verdammten Daumen zu schlagen! Tut mir leid, Mr. O'Hara. Wir sind so bereit, wie wir nur sein können. Sag dir dann, sie soll nach Hause gehen. Verstanden. Viel Glück, Sir. Hector, ist das der Rest vom Teeröl? Aber sicher. Alles andere haben wir ausgekippt, wie sie verlangt haben. Den werden wir Feuer unterm Hintern machen. Hey,
Sieh mal an, wer da ist. Ah, die Verstärkung ist eingetroffen. Schön, dass Sie beide es zu unserem kleinen Grillfest geschafft haben. Wer ist dieser Vogelscheuche, Amigo? Mein Name ist McCoy, Amigo. McCoy? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal an der Seite eines Schotten kämpfen würde. Nicht böse gemeint. Schon gut. Hör zu, wir haben Reiter gesehen, die den Bergpass herunterkommen. Nun gut, dann legen wir mal los. Zwei von euch werden hier draußen bleiben und die Mistkerle eine nach dem anderen ausschalten. Demjenigen, der die meisten erwischt, spendiere ich eine gute Flasche Whisky. Abgemacht? Whisky, hm? Ich. Geht klar. Ich werde mich unten im Bootshaus verstecken. Guter Mann. Guter Mann. Was ist mit Ihnen, Mr. McCoy? Meinen Sie, das kriegen Sie besser hin als Mr. Hector? Als ob ich gegen einen Neandertaler wie ihn verlieren würde. Halten Sie den Whisky bereit. Gut. Das gefällt mir. Sie haben mir nie gesagt, dass Ihr Freund den Charme einer Klapperschlange besitzt. Machen Sie sich keine Sorgen um ihn. Ich würde sagen, wir gehen besser rein, bevor Sie kommen. Also gut. Zeigen wir diesen Mistkerlen, wer der Boss auf dieser Ranch ist. Onkel Ian? Was? Was ist denn, Katie? Das ist alles meine Schuld, oder? Wovon zur Hölle redest du da? Wenn ich die Urkunde nicht verloren hätte. Oh, Katie! Higgins hat alle betrogen, nicht nur dich. Ja, aber... Kein Aber. Das stehen wir jetzt durch. Das tun wir immer. Du hast wohl recht. Zeigen wir diesen Hunden von der Company, warum man sich nicht mit deinem O'Hara anlegt. Alles klar. So, Company, jetzt passt's einmal auf. Weil so geht's nicht. Achso, fortsetzen. Ich warte immer, dass was passiert. Das ist wie bei Huntdown. Da steht noch drücken seine Taste und dann glaubst du, irgendwas passiert, aber nein. Das ist der Intelligenztest, wenn ich alle mal das Spiel spielen darf. Die Ranch gehört jetzt uns! Das ist unser Land, du stiefelleckendes Stück Krüll! Flieg zu dem Witz zurück und sag ihm das! Tja, klingt, als wären sie beschäftigt. Dann wird es wohl Zeit, mir mein Geld zu verdienen. Okay. Worauf wartet dieser Einfallspinsel? Er wird sich doch wohl nicht noch im Bootshaus versteckt halten. Ich okay. Werde besser mal hingehen und nachsehen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Bootshaus. Überall sind Männer von der Company. Gut, dass es Nacht ist. Okay. Ich muss nur unauffällig bleiben und das Licht meiden. Zuerst muss ich mich allerdings um diese Scherzkekse kümmern. Scherzkekse. So, jetzt schauen wir mal, ob es da nicht noch was das anderes gibt. Das ist das Blickfeld ist von allen eingeschränkt. Ja, ah, stimmt, die sehen viel kürzer, ja. Mhm. Ah. Ja, gut. Jetzt leichen sie darüber. Also die schießen die ganze Zeit. Jetzt bräuchte man wieder die Railgun von vorher, haben wir nicht mitnehmen können. Kommt irgendwie raus. So, wir nehmen mal die Karte. Unterwegs. Fläschchen mit Sumpfgas. So was. McCoy kann ein Fläschchen mit Sumpfgas werfen, das alle Wachen in seinem Radius ausnockt. Longcoats sind durch ihre, was, Bandana geschützt. Bandana. Und können nur vorübergehend ausgenockt werden. Okay, schließen. Und die anderen? Sind die permanent ausgenockt? Ein einzelnes Tropfen soll. Nimm mal gehört, oder? Alle feinen Reichweite werden davon ausgenockt. Longcoats sind jedoch immun dagegen. Na, war es jetzt immun oder nur etwas? In dieser Zeit. Ich sollte mich um sie kümmern, bevor sie aufwachen. Ja, das ist auch noch eine gute Zeit. Um sie kümmern, bevor sie aufwachen, kann er sie eigentlich. Geh mal auf Pause. Wie viel haben wir denn da? Geh mal auf Pause. Ja, die Wache geht wieder auf. Ja, dann müssen wir ihn laden. Aber. Hast du Speicher? Nein. Aber wir haben gerade angefangen.
glaube nicht, dass der viel. So, jetzt machen wir es wieder auf. Dann kann ich dann das Sumpfgas wieder werfen. Kann ich wieder springen. Was will man so sehen? Jetzt geht er nachschauen, oder was? Das ist eher ungünstig. Hallo? Aber geht das nicht mit dem auch? Ah, da geht nur einer nach. Aber ich habe nur eine, oder was? Ach. Ah ja, null, ja. Okay. Ich verstehe. Lad nochmal, oder? Ich würde sagen, ich lade nochmal. Aber was eigentlich? Falsch. Optionen. Neu starten. Müssen wir neu starten? Ja, okay. Hoffentlich nicht alles neu starten. Nein. Nein, das kann man sich überspringen. Aber ich bin mal. Nein, ich meine. Nein, Mission. From the very beginning. From the very first scene of the game. Nein. Oh. Leer überspringen. Okay. Gut. Unterwegs. Ich glaube, wir können ein Sumpfgas werfen. Habst du das Gefühl? Das damals speichern. Ich glaube. Schließen. Speichern, glaubst du? F5, so? Zumindest Fläschchen sollte reichen. Ein Fläschchen. Und jetzt schnell fesseln. Okay. Eins. So, den. Nächsten. Der kann man eh vorher schon drücken und er macht das fertig und dann geht das nächste. Das ist äußerst convenient. Very praktisch. Very praktisch. Jetzt zum Bootshaus. Zum Bootshaus, zum Bootshaus. Oh, zur Karte. Zur Karte, zur Karte. Das passt ein bisschen lauter drin, ich höre das nicht. Manche Lichtquellen können ausgelöscht werden. 10 Wachen ein ausgelöschtes Licht, so gehen sie dorthin, um es neu anzuzünden. Okay. Wie kann ich das auslöschen jetzt? Schauen wir mal, wie ihr schaut. Ihr schaut so. Sind wir da hin? Aha. Voll easy hinschleichen. Könnt voll easy einfach mal hinschleichen. Schwierig im Licht an ihnen vorbeizukommen. Vielleicht sollte ich die Lampe löschen. Das könnte sogar die Wache anlocken. Nein. Aber wir könnten auch einfach mit unserer Arzttasche die Wache anlocken. Das ist aber schon übrigens einmal. Warte, F5, so. Zieh nichts. Achso, der sieht sowieso nichts. Hoppala, ausnocken. Na je. Ah, der kann das wieder nicht. Das ist natürlich hier unpraktisch. Ja, das machen wir das eigentlich auch. So, gut. Was ist das hier wieder? Ah, da ist wieder Licht. Hoppa. Die Wache mit der Lampe behalte ich besser im Auge. Was macht ihr eigentlich? Die Wache mit der Lampe behält er im Auge. Ah, ihr. Nein, was? Wo? Schleich mal rüber. Ja, du bist jetzt im Licht. Ja, aber das hat ja keiner. Ja. Auf dem Whisky. Darauf, schnell. Ui, das haben wir auch. Das ist schlecht. Eieiei. Das kostet auch. So, aber wer schaut denn jetzt? Eher oder wie? Die ja. Wache mit der Lampe behalte ich besser im Auge. Okay. Na, in. So. Wie weit sieht ihr jetzt? Also, das ist wegen diesem blöden Radius da, gell? Jetzt schießt er da und der hätte mich einfach vorbeigeschlichen und dann hat er sich umdreht. Der Sack. Das ist übrigens eine Frau. Da? Oder heißt das was anderes? Die schauen sehr komisch aus, damals die Frauen von Wicked West. Das ist wirklich? Ah ja, schön. Und was heißt das? Ah, die kann man vielleicht nicht betören mit der Kate. Das kann sein. Ah, ja. So, schaut's. Den schaut's da eh nicht her. Ne, bitte. Ah, er schaut ja auch noch. Schau näher hin. Aber ich schleiche mich einfach da vorbei, schau. Auf dem das Licht, ja? Ah ja.
Gut, dass wir gespeichert haben. Man bekommt. Kommt da rein? Ja. Hilft doch nichts. So. Das Licht, gell? Die Wache mit der Lampe behalte ich besser im Auge. So, aber ich schleiche jetzt gleich weiter. Nein, wo geht's nur hin? Alter Schwede! Hat er ein bisschen konzentriert? Nein. So. Das ist nur, das ist alles da ist Probe. Licht, ja, da. Ich wollte ja eigentlich so herum, weißt du? Aber da war dann plötzlich. Ja, da ist. So, jetzt wollte ich darüber. Aber er sieht mich ja da nicht, oder? Warum? Der Arsch. Weil da Licht ist. Wie kommt denn der da rauf? Ist da jemand hinter mir? Yeah. Das Gameplay vom Feinsten. So. Da ist Licht. Stimmt's? Ja, jetzt müssen wir jetzt wieder warten. Behalte ich besser im Auge. Ja, wer haltet jetzt die Wache mit dem Dings im Auge? So. Ja, hast du, überlege mal, was du für Sachen hast. So, jetzt schauen die da. So, und jetzt kann ich da herumschleichen. Weil da ist zwar Licht, aber dann immer. Auf dem Whisky steht mein Name. Okay. Was, auf dem Whisky steht mein Name? Naja, sicher, ich könnte jetzt natürlich den, aber der sieht dann wieder nicht so weit. Kommt der Werke? Ja, der kommt jetzt. Ist nein. So, weil der schaut gar nicht. Und jetzt kann ich den. Also, der schaut wieder da nicht rüber. Muss ich wieder warten, bis der weg ist. So, ich drück mal F5. Und jetzt ist er. Und er. Was wie schaut er? Du sonst noch für Waffen? Er schaut da. Du hast die Spritze? Was kann ich? Nein, ich bin genau mal rauf. Mein Gedanke. Ich hab. Ah ja, die Spritze habe ich, genau. Aber ich habe auch das. Ich aber das ihn ist ja nur nicht die Betäubungsspritze, oder? Ich kann ihn eh fest mitnehmen. Wieso schaut denn der? Und so ist blöd. Und der schaut da die ganze Zeit, gell? Kannst du mal schauen, was du alles kannst? Kann man sich nicht mitlesen? Na, das ist Schuss. Das ist die Arzttasche. Ja, aber was kann die Spritze töten oder ist sie mit Betäubung? Schaltet fein das nächste Nähe aus, der steht aber genauso auf. Das ist genauso. Nee, aber ich wollte nicht wissen, was kann man das kann. Das haben wir eh schon benutzt. Nein, ist das. Reichweite beim letzten 1, Mal war die Spritze eine zum Betäuben und eine zum Töten. Ja, das war genauso auch das Chlorgas. Zum Betäuben und die Spritze zum Töten. Hm? Reichweite 1. 4,1 Sekunden, das ist genau dasselbe, nur das. Ja. Und das ist die Waffe wieder das, wo man so weit schießen kann? Genau. Scharfschützen-Dingens. Im Endeffekt. Er ist der, den wir irgendwie ablenken müssen. Weil er schaut darüber. Kann ich irgendwie anders darüber? Wahrscheinlich nicht. Oder schauen wir da überhaupt? Scheiße! Er ist völlig wurscht. Oder er bewegt sich nicht mehr. Wir könnten ihn mal ausschalten. Und nicht? Das ist unmöglich, oder? Ja. Du magst alle. Ja, was die einen nach dem anderen weg. Schauen wir mal, wie er bleibt. Ja, mal hinten, da. Ja, aber er sieht. Er sieht leider nichts. Ne? Hm? Na, ich kann nicht meinen Aaskoffer zum Beispiel da hinwerfen, weil den sieht er nicht. Kann auch nicht tun. Aber wenn ich. Er schaut auch nicht darüber, ich kann ihn da nicht weglocken, weißt du? Ich muss ihn da hinten hinlocken, damit ihn er nicht sieht. Weil sonst haben wir genau dasselbe Problem wieder. Schau, pass auf. Ich schieße mal, ich stelle mal da meinen Arztkopf hin. So. So, ich hoffe, dass er den jetzt sieht, wenn er sich umdreht.
Und jetzt natürlich in die falsche Richtung. Tja, er sieht den da nicht. Also er kommt, ich kann ihn da nicht herlocken. Und weit darüber kann ich ihn nicht schießen, weil sonst sieht er ihn, wenn ich ihn festle oder was, ne? Du könntest, wenn der weg ist, zum Beispiel den da. Mach ich jetzt mal. Das ist relativ schwierig. Das ist aber nur, weil der seine Lampe hat, gell? Pass auf, jetzt dreht sich der um. Ja, das hätte ich ja vorher probiert, aber dann sieht man eher. Aber nicht, wenn sie gerade darüber schauen. Okay, so, wir sammeln die wieder ein. So. Gut, das heißt, er schaut auch noch. Und er sieht mich, wenn ich da rauf gehe, gell? Das ist auch depper. So. Jetzt schauen die darüber. Jetzt kann ich mal da rauf. So, weil jetzt ist der weg. Jetzt kann ich da raufklettern. So. Jetzt sieht ihn er. Aber jetzt dreht er sich um, ne? Und jetzt kann ich den schnell. Aber der. Da oben. Ah ja, genau. Verstanden. Er sieht ihn wieder, wenn ich aufstehe. Was jetzt nicht ein Arzt gefunden hat, ich probiere ihn jetzt gleich. Aber dann sieht ihn eher, wenn er zurückgeht, weißt du, dann schlägt der Alarm. Und er sieht ihn dann sowieso. Was meinst du? Wenn ich da den Arztkoffer hinschmeiß, dann sieht ihn einer von den beiden, dann geht der hin und dann kann ich den aber nicht ausschalten, weil ihn ja der andere sieht. Weißt du? Wen? Ja. Der schaut immer auf ihn. Und der sieht ihn aber. Und der schaut aber immer daher. Und da komme ich nicht drüber. Wo schaut der hin? Darauf und da sieht er ihn, wenn ich aufstehe. Naja, du könntest einen Arzt verwerfen. Jetzt ist der ihn ablinkst, dann kannst du ja, aber dann sieht ihn er. Und der schlägt Alarm. So. Na, pass auf. Mit ihm machst du nichts. Ja, aber pass auf, der wird ohnmächtig, sobald er den Arztkoffer aufmacht. Nein, der wird nur kurz geblendet. Ich dachte, das ist ja nicht Alarm. Glaube ich zumindest. Okay, du kannst ja nicht nur so etwas machen. Nein, weil der die Kante im Weg ist. Also wurscht, ich muss ihn nur daher werfen. Der schaut eh darüber. Achso, du meinst, aber das ist das geringste Problem. Hat mir schon oft den so dahin, oder was? Achso. So, jetzt schaut der. Jetzt kannst du ihn oben weg. Und jetzt zieht er sich um. So, und jetzt kann ich den, glaubst du? Weil der, ja, aber das haben wir doch, das haben wir ja doch gesagt, dass man das timen muss, dass der gar nicht hinschaut. Na gut. Das heißt, wir müssen wieder warten, bis er da zurück ist. Na, jetzt dreht er sich um. So, jetzt ist aber er da. Jetzt werfen wir den. So, jetzt machen wir ihn. Nein, schaut der wieder. Das kostet aber. Keine Sorge, ein Stoß. Der braucht ziemlich lang. Das dauert ein bisschen. Was ist das? Oh Mann, wieso glättert denn der da rauf? Okay,
So, wir machen das. Wir machen das. Einen nach dem anderen. Ich will aber der sehr wurscht. Ich glaube, ich muss wirklich mit dem anfangen. Weißt du? Ja. Wo sind wir da? Was dauert ein bisschen? Hüpf runter da. Weiß nicht. Oh, schade. Der. Nee, jetzt schaut er noch. Ach, der war doch gerade umgedreht. Verstanden. Jetzt dreh ich um. So. Hüpf. Zack. Der schaut. Den kann ich aber dahin locken mit dem Arztkoffer. Laden und bereit. Hä? Oder? Einer nach dem anderen. Das sieht er mich ja nicht. Ja, aber jetzt kommt der andere wieder. Ja, zurück. Ja, jetzt. Aber der schaut da rüber gar nicht. Hm? Der schaut da gar nicht drauf. Okay. Nachher dreht er sich, glaube ich, in die andere Richtung. Hat mir schon oft den Hals verletzt. Schauen wir jetzt nochmal. Wie er schaut. Wenn er sich umdreht. Nein, der schaut da gar nicht drauf, schau. Und er schaut auch nicht drauf. Und er sieht überhaupt nicht so weit. Ausgezeichnet. So, Arztkoffer. Hoppi hopp. Aber er. Ah, das ist blöd. Er wundert sich dann wieder, was los ist, weil der nicht mehr da ist, ne? Nein, dann schlägt er wieder mal an. Was macht denn immer noch dann? Nur wenn er dann gleich. Also. Ich hab dann Schlagfehler. So, der schaut eh nicht hin, hat er gesagt. Schade. Okay. Ah ja. Aber weil die nicht miteinander reden, glaube ich, gell? Nur aber Alarmschlagen wird nie werden, wenn er weg war. Die haben sich gewundert und haben geschaut, aber. Bist du sicher, dass auch dann, dass sie dann wieder aufhören und sich beruhigen? Da wäre ich mir nicht so sicher. Okay, das heißt, der ist jetzt mal weg, F5. Dann können wir den da oben. Ja, dann machen wir mal ihn. Der schaut jetzt, schaut der so weit? Schaut so weit, ja. Und er schaut da nicht drauf. Und er sieht so weit. Aber jetzt kannst du das ja so machen wie vorher. Um den am Dach auszu. Die Frage ist, wie weit der sieht den immer, okay. Aber die Frage ist jetzt, wie weit sie. Also der dreht sich ja da nicht drauf, gell? Mitten durch die Hölle. Vorher war das einzige, was gestört hat, der rechts, wenn du jetzt gerade wegkommst. Ja, gut. Müssen wir wieder warten kurz. Ich muss was trinken. Danke. So. Jetzt können wir da rauf, weil der das gar nicht mehr sieht. Ja. Ja, jetzt kann ich den Arztkoffer hinwerfen. Ich habe ein paar Tricks hier drin. Nein, dann musst du da ganz vorgehen. Geladen und bereit. Genau wie ein. Was? Angerissen, sie umzuhalten. Aber der kommt ja dann wieder rauf. Das war ja vorher auch schon das Problem. Wieso sie denn jetzt? Das Problem ist ja, dass der dann schauen geht und dann raufkraxelt. Das war ja vorher auch das. Nicht, weil mich der gesehen hat. Das geht nicht. Der müsst, oder glaubst du, dass wenn beide gleichzeitig in der...
Auslösdings hin. Dann schauen sie hinterher. Nein! Den Arztkopf! Kannst du vorgehen? Es ist eh egal, wenn der da ist, sind wir nicht beide. Nein. Oh ja, weil der mit der Lampe ja Licht macht. Also. Aber was mache ich dann? Den ausmachen. Ja, aber die gehen dann wieder suchen. Dann kraxeln sie wieder rauf. Also weil es ein Bonjour ist. Deswegen lass du sie nicht ablenken. Oh, das ist der andere, das ist der Bonjour. Also das ist die weibliche Ponchita. Das ist ja echt ziemlich nicht so einfach. Wir werden uns das überlegen und in der nächsten Folge. Beste Timing. Werden wir uns. Ja, aber was denn timen? Wenn ich den ablenke und den. Dann rennt er rauf, weil es ihm komisch vorkommt. Nein, das war nicht, weil es ihm komisch vorkommt, sondern weil er es wahrscheinlich gehört hat oder so. Das war ein blödes Timing. Wir probieren es aus. In der nächsten Folge. Ich sehe ihn da oben gar nicht mal. Weil er blind war und dann halt. Es ist halt mit dem Fragezeichen suchen gegangen und ist raufkraxelt, weil wo du noch gesagt hast, wieso kraxelt er da eigentlich rauf? Also ja, das war der andere, der was gehört hat, okay. Okay, aber wir werden das in der nächsten Folge herausfinden. Danke fürs Zuschauen. Bis gleich. Ciao.